Ich habe ein ganz wunderbares Zitat zu dem Thema Wurzeln und Flügel. Die weiteste Entfernung eines Menschen ist nicht von hier nach dort oder von dort nach hier. Die weiteste Entfernung eines Menschen ist von seinem Verstand zu seinem Herzen. Und wenn er diesen Weg nicht geht, wird er niemals frei sein und fliegen wie ein Adler. Dieses Zitat stammt von Angangak, das ist ein Grönlandschamane. Und in diesem ganzen Interview ging es genau darum, von meinem Verstand zu meinem Herzen zu kommen, dass ich dann meiner Intuition folgen kann und meinen Körper so gut pflege und hege, dass er das auch gut umsetzen kann. Und dazu lade ich dich ein, nimm an diesem Kongress teil. Es ist so wichtig, seine Wurzeln zu spüren. Es ist so wichtig, Flügel zu bekommen und frei zu fliegen wieder. Was manche von uns einfach vergessen haben. Wie es geht, seine Flügel auszubreiten und einfach loszufliegen. Und da wünsche ich dir eine gute Entscheidung und den Mut zu haben, es einfach zu tun. Weil mein Erleben ist, es rentiert sich. Und es geschehen wunderbare Dinge auf dem Weg dahin. Ah.